Hey ho und willkommen zu einem weiteren Borderlands 3 Schwarzmarkt-Positionsvideo. Wir befinden uns in der 152. Woche des Schwarzmarktes, beziehungsweise in der Woche vom 29.02. bis zum 7.03. Der Planet, auf dem wir unterwegs sind, ist Pandora, die Zone sind die Splinterlands und wir sind bei der Werkstatt gespawnt. Das heißt, also, ich glaube, der andere Spawnpunkt ist irgendwo hier oben. Wir sind hier unten gespawnt. Wir müssen nämlich hier, da, ich glaube, da oben hin. Ich glaube, es ist da oben. Wir müssen auf jeden Fall da in die Ecke. Ich zeige euch auf jeden Fall einmal den Weg und rede währenddessen darüber, was wir diese Woche denn so Schönes haben. Und to be fair, ich muss sagen, ich finde die Woche ziemlich langweilig. Also, man kann jetzt sagen, was man will über diese Woche, aber ich muss sagen, ich finde, das ist mit einer der schlechtesten Wochen, die wir seit langem haben. Und das nicht nur, weil ich die Waffen absolut nicht fühle, die drin sind, sondern, dass ich auch sagen muss, dass die Waffen, zumindest Damage-wise, relativ schlecht sind. Wir haben nämlich einmal die Fubert. Wir haben einmal den Psycho-Stabber und das dritte habe ich schon wieder vergessen, weil es so kacke war. So, wir müssen aber auf jeden Fall einmal hier, lass mich mal hier rein, bitte. Zack, so, wir müssen hier rein. Ich weiß gar nicht, spawnen hier Gegner? Ich glaube, hier sind spawnen jetzt gleich Gegner. Ich kann es euch aber nicht versprechen. Ja, hier spawnen Gegner, definitiv. Doch nicht? Kein Gegner? Keine Gegner? Ich habe das Gefühl, hier sollten Gegner spawnen. Ich weiß aber nicht, warum. Wie gesagt, also ich muss sagen, ich fühle... Ah ja, guten Morgen. Schön, dass du auch rausgekommen bist. Ich wollte dich ja nicht wecken. Was? So. War das schon alles? So, wir sehen aber auf jeden Fall, hier oben haben wir schon... Das ist die falsche Taste. Wie komme ich hier raus? Das wollte ich drücken. Wir haben den Automaten hier drin. Hier könnt ihr übrigens Achterbahn fahren. Macht super Laune, ist super cool. Was haben wir denn hier? Fubert. Was war das andere? Atlas Replay. Atlas Replay war das dritte. Atlas Replay und der Psycho Stabber. Wie gesagt, fühle ich alles nicht wirklich. Wenn ich eine Sache empfehlen müsste, wäre es wahrscheinlich der Fubert. Allerdings von den drei Sachen fühle ich alles so gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Finde ich, also, weiß nicht. Fühle ich einfach nicht. Denkt bitte dran, wenn ihr mit dem Automaten interagiert habt, dann die Zone bzw. das Spiel verlässt, verschwindet der Automat für ungefähr eine halbe Stunde. Nach der halben Stunde kommt der Automat wieder, hat einen neuen Roll, immer noch die gleichen drei Waffen, allerdings mit anderen Aufsätzen, Prefixes, wie auch immer ihr es nennen wollt. In dieser halben Stunde könnt ihr machen, was ihr wollt. Räumt mal euren Computer auf, musste ich nämlich letztens machen, weil mein Computer gecrashed ist. Passiert. Hat aber länger gedauert als eine halbe Stunde, to be fair. Aber Computer aufräumen wäre mal keine schlechte Idee. Oder ihr farmt halt einfach für neues Geld, um es danach wieder beim Automaten ausgeben zu können. Ja, auch wenn diese Woche einfach nur Grotze ist. Nochmal kurz zur Erinnerung, wir sind auf dem Planet Pandora, wir sind auf der Zone die Splinterlands. Wir müssen hier oben hin. Ich empfehle euch, wie gesagt, nehmt den Spawnpunkt. Die Werkstatt ist etwas kürzer. Na, wobei, ich, ja doch, ich glaube schon um einiges kürzer. Auch wenn ich sagen muss, dass diese Woche sich meiner Meinung nach absolut nicht lohnt. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!